Und dann würden wir hier reingehen und dann können wir da das Bettchen hinstellen. Wenn wir es denn noch dabei haben, eine Tür haben wir nicht dabei, ne? Ne, eine Tür haben wir nicht dabei, die hatten wir bloß im. Okay. Und dann könnten wir da ein Nickerchen machen, wenn wir das wollten. So. Gut. Was wir jetzt aber erstmal machen, ist hier in dem Lager, würden wir erstmal wieder Erde abgeben. Und Blumen. Und Setzlinge und Äpfel. Und Blumen. So, die Spitzhacke kann dahin. Die kann dahin. Die kann. Nö, also die Löffel, die sind hier. Die Schaufeln. Mir ist klar, dass es keine Löffel sind. So, so, so. Wunderbar, dann kann der dahin. Nö, der muss dahin. So rum war's. Genau. Und dann ist es natürlich Blödsinn, dass der so rum ist. Dann kommt der ja so hin. Und der kommt dahin. Der kommt dahin. Und der kann von mir aus auch dahin. So. Wunderbar. Und dann geht's hier oben wieder weiter. Wir haben jetzt eine Unterkunft für den Fall der Fälle. Und dann würde ich hier oben mal wieder hochgehen und Sachen einsammeln. So, nächste Schublade. Schaufel. So. Da. Okay, da steht der Baum da drüben zu nah, würde ich sagen. Na, jetzt sammle ich schon wieder Blumen ein. So eine schwierige Herausforderung. Okay, also zack, 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 zack. Dann geht's hier wieder rüber. Und dann geht's hier wieder zurück. Gut, und dann würde ich bei euch hier sagen, auch auf Wiedersehen. Bei dir sowieso. Nächste Schaufel. So, warum arbeitet er eigentlich immer nur Erde ab, wenn er doch in einem Steinbruch ist? Weil er erstmal nicht dauernd wechseln möchte, darum. Deswegen macht der so einen Blödsinn. Der möchte nämlich nachher hier einfach mit der Spitzhacke durch die Berge ziehen und einfach. Das Zeug abtragen. Ohne sich groß Gedanken drüber machen zu müssen. So, genau, das war hier die Schneise. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch und hole dich erstmal hier weg. Und dann machen wir das auch hier rüber. Machen wir das hier genauso. Das kommt alles weg und das kommt alles weg. Da auf dem Niveau sind wir noch gar nicht. Super. Kommt. Hier alles weg und runter und drüber.
passt. So, wir spinnen übrigens. Zack, zack, zack. Und es wird schon wieder Nacht. So, und weil es schon wieder Nacht wird, machen wir jetzt ein Nickerchen. Dazu hauen wir hier einen Klumpen Erde rein. Und dann können wir uns ins Bettchen legen. Das Bett ist blockiert. Okay. Dann... warum ist das Bett blockiert? Okay, dann machen wir das doch mal so. Sagen wir hier mal du und du und du. Nein, nicht du. So war das. Okay. Fluff. Monster sind in der Nähe. Ja, Grummel, Grummel, Grummel. Okay, dann machen wir hier halt zu. Das war jetzt ein bisschen ein Satz mit X. Also muss ich mir das nachher mit den Häusern ein bisschen besser überlegen. Okay, dann gehe ich halt doch wieder nach Hause. Also irgendwas stimmt mit den Skins von diesen Monstern nicht. Aber das ist mir jetzt auch egal, ich gehe jetzt ins Bett. Könnten wir jetzt alle mal am Buckel runterrutschen? Ja. So, hätten wir das auch erledigt, dann können wir da wieder rüber und dann geht's wieder in unser lustiges Tralala und Juchaisasa. So, das wäre ja dann hier. Und da... Das ist ja noch richtig viel hinterhältiger. Jetzt gibt's da Creeper und ich sehe sie nicht mal. Okay, wir gehen hier mal außen lang. Wenn wir da jetzt halt gucken müssten, wie weit denn eigentlich? Das wäre dann ja... So, oder?
Okay, wieder keine Schaufel. Nein, noch nicht weit genug. Das heißt, das wäre so. Und dann hier. Okay, also der Baum steht im Weg. Der Baum da hinten steht auch im Weg. Aber wie gesagt, das machen wir alles später. Genau. Und dann wird der Baum jetzt erstmal dran glauben müssen. Zack, zack, zack. Und dann geht es hier noch ein runter. Und dann kann man jetzt hier die nächste Vertiefung kreieren. Super. Gut, also dann hätten wir hier den Rahmen für unseren Steinbruch gezogen. Genau, das ist nämlich dann die Wand und alles andere, was wir jetzt hier noch sehen, muss von oben nach unten erstmal abgetragen werden. Weil, wie gesagt, Steinbruch und in einem Steinbruch, vor allem in einem Tagesteinbruch, also Steinbruch-Tagebau, da arbeitet man sich halt von oben nach unten. Und das sieht dann oft nicht so schön aus, aber es ist halt so. So. Gut. Da wäre der nächste Baum, der weg muss. Und ich habe es ja schon angekündigt. Wie gesagt, wir spielen das so Evolution-like. Das heißt, die ersten Menschen haben sich auch keine Gedanken um die Umwelt gemacht. Das kommt dann erst viel später, wenn wir so ein bisschen was aufgebaut haben, dass wir dann begreifen, oh, das wäre ja mit Umwelt viel schöner und alles. Lass uns doch einen Baum pflanzen oder so. Also das machen wir dann später. Jetzt erstmal ist Umweltverschmutzung angesagt. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Erkenntnisgewinn bekommen. Also wir machen nicht nur quasi permanente Weiterentwicklung von uns, sondern wir machen auch so ein bisschen Evolution of Mankind. Sofern es halt mit Minecraft oder Mineclone für Mindtest geht. So. Nein, das wollte ich nicht. Aber ist auch halb so wild. Wir sind ja hier wieder auf Niveau. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich eine weitere Kiste voll machen. Diese scheiß Blumen immer, ey. Wir brauchen so unnötig viel Platz. Für nix und wieder nix. Okay, Erde, Erde. Erde, 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 Setzling. So, eigentlich war das die, nicht die Erdkiste. So, sondern die Kiste für